So, dann einen schönen guten Abend, liebe Pressevertreter, liebe VIP-Gäste drüben im VIP-Raum und liebe Spray-TV-Zuschauer. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem letzten Hauptrundenspiel zwischen den Roten Teufeln und den TauStars aus Ravensburg vor heute Abend 2388 Zuschauern, ein 4:1-Erfolg unserer Mannschaft. Ich habe beide Trainer vorne, Christopher Orawetz von unseren Gästen aus Ravensburg, unseren Trainer Peter Kujala. Und wie immer hat der Gästecoach das erste Wort und möchte dich fragen, Christopher, ich meine, es waren schwere Tage, Wochen, keine Frage. Wie beurteilst du denn heute das Spiel und wie ist denn so ein bisschen der kleine Ausblick der nächsten Spiele? Tja, also das erstmal Gratulation an Petri und Bad Nauheim für das heutige Spiel. Ansonsten finde ich eigentlich wenig schöne Worte, zumindest seitens der TauStars. Das Spiel war in meinen Augen von Anfang bis Ende eigentlich inakzeptabel und ich habe kaum Leidenschaft, kaum Kampfbereitschaft gesehen. Wir konnten in der Offensive keine Akzente setzen und angefangen mit Strafen, mit aufopferungsvoll, mit einer, wie schon angesprochen, mit der Bereitschaft, so ein Spiel zu gestalten. Ich meine, für uns ging es ja auch, sage ich mal, noch um das Heimrecht, um die Punkte, genauso wie für Bad Nauheim. Und letzten Endes, wie die Spieler das Spiel angenommen haben, hat mich dann schon sehr enttäuscht, beziehungsweise kann ich eigentlich auch sagen, dass wir als Team heute auch versagt haben. Okay, danke mal. Dankeschön für das Statement. Deutliche Worte. Petri, ich denke mal, wir können es auch vorwegnehmen. Garmisch hat das Spiel gewonnen, das letzte. Wir müssen in die Playdowns, aber wir haben es nicht heute Abend verloren, ne? Muss man sagen. Nee, haben wir nicht. Natürlich erstmal Ravensburg, schwere Woche gehabt. Auch von meiner Seite Beileid an Donis und der ganze Ravensburger Eishockey-Gemeinde. Ja, wir haben heute so die ganze Wochenende so sehr, sagen wir, befreit gespielt. Und heute auch von Anfang an natürlich, wie Orca gesagt hat, die Ravensburger Mannschaft war vielleicht nicht so spritzig oder nicht so mit ganzem vollen Elan dabei. Wir wussten, dass wir, um Chance zu haben, gewinnen müssen. Wir haben unseren Job gemacht. Es hat nicht gereicht. Wir müssen, die Liga ist brutal. Die Ravensburger sind ein Punkt vor uns. Man kann jetzt rätseln, wo wir die Punkte liegen lassen. Es gibt genug Spiele, die wir mit ein Tor haben, die wir auch hätten gewinnen sollen. Aber wir müssen jetzt unsere Aufgabe. In 1,5 Wochen spielen wir gegen Krimitschau. Es hilft nichts. Es wird keine leichte Gang. Und es war schön heute zu sehen, dass unsere Fans auch mit dem Wissen, dass Krimitschau gewonnen hat, uns voll unterstützt haben. Und die Unterstützung brauchen wir jetzt auch in Playdowns. Und ja, in 1,5 Wochen geht es weiter. Ja, für deine danke beiden Coaches für eure Kommentare. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse. Schalte das Mikro noch bitte an. Ja, Frage an Petri. Jetzt nach 52 Spieltagen, was überwiegt die Freude über zwei gewonnene Spiele zum Abschluss oder die Enttäuschung über die vergebenen Chancen der letzten Wochen, um die Playdowns zu vermeiden? Ja, ich meine, Saison ist noch nicht vorbei. Also wir fangen jetzt nicht an, die Saison zu analysieren. Wir spielen in 1,5 Wochen weiter. Natürlich, es ist jedes Mal, wenn du jede Mannschaft will in Playoffs kommen, um der Meisterschaft zu spielen. Natürlich ist die Enttäuschung als erste da, aber wir haben jetzt eine Aufgabe, die wir meistern müssen und das werden wir auch machen. Warum hat Joel Johansson heute nicht gespielt? Joel, das ist ja ein Schwede, hat in Bayreuth Check gekriegt und wir haben 4 Ausländer. Wir haben ihn rausgelassen heute. Ist nichts Schlimmeres. Okay, noch eine Frage an Christopher Orawetz. Brian Roloff war auf dem Spielbericht und auch auf der Bank. Warum war er heute nicht auf dem Eis? Ja, der hat schon die ganze Saison über Probleme mit seinem Fußgelenk und ja, nach dem Warm-up musste er leider sagen oder die Nachricht überbringen, dass er nicht spielfähig ist, genauso wie der Raphael Kapzahn, der war auch im Spielbericht und ist auch nach dem Warm-up raus. Ja, es sind zwei Personalien, die natürlich auch für uns entscheidend sind, aber soll jetzt natürlich keine Ausrede sein. Ja, Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Dem ist offensichtlich nicht so. Dann haben wir noch
Endresultate alle von heute Abend. Bietigheim gegen Kassel 1-4, Frankfurt gegen Bayreuth 6-1, Rosenheim gegen Dresden 0-7, Krimmitschau gegen Garmisch, das ja, Schicksalsspiel, wenn man so will, für uns 2-5, also Garmisch gewinnt dieses Spiel. Kaufbeuren gegen Weißwasser 5-1 und Heilbronn gegen Freiburg 3-4. Und das bedeutet dann für euch, dass ihr gegen Freiburg in den Pre-Playoffs spielt. Am Dienstag, da habt ihr euer erstes Spiel. Wünsche euch natürlich alles Gute. Unserem Team jetzt eine gute Trainingswoche. Wir spielen dann das erste Play-Down-Heimspiel am Dienstag in einer Woche. Das ist der 14. März, 19.30 Uhr, heißt es dann EZ Bad Nauheim gegen die Eispiraten Krimmitschau. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn sie alle mit dabei sind. Also Dankeschön nochmal euren beiden für eure Statements. Euch einen guten Nachhauseweg, alles Gute für den Rest der Saison und bis bald. Bis dahin, Dankeschön, schönen Sonnabend noch.